Na und willkommen zurück auf meiner Treppe. All ihr Neuen, die ihr das noch nicht kennt, willkommen erstmal, hallo auf meinem Kanal. Und wenn ich auf meiner Treppe im Flur sitze, bedeutet das, dass ich was im Garten gemacht habe. Wir haben eine Terrasse gebaut. Vielleicht auch nicht. Wir hatten zumindest das Gartenprojekt Terrasse uns vorgenommen. Und was wir in den letzten Tagen so veranstaltet haben, ob am Ende eine Terrasse dabei rumgekommen ist, das seht ihr jetzt im folgenden Video. Und vergesst nicht, ein Abonnement da zu lassen, um nichts mehr zu verpassen. Wir gehen, wie gesagt, hart auf die 200.000 zu. Ah! Und ja, viel Spaß jetzt. Ja, wir haben jetzt erstmal einen Teil vom Material gekauft und wollen jetzt damit starten, dass wir haben da so Steinplatten. Der Philipp hat schon ein bisschen fleißig rausgerupft. Ja, also, wir haben das folgendermaßen geplant. Das Ding ist, unter dieser Wiese hier, also früher war das hier kein Garten, sondern eine Einfahrt. Das heißt, wir haben maximal viel, wie heißt das Zeug? Schotter. Schotter. Wir haben ja Schotter drunter, das heißt, wir brauchen nicht ganz so krass viel, ja, gegen die Feuchtigkeit abschirmen. Der Philipp hat sich da jetzt was überlegt, das versuchen wir jetzt umzusetzen. Wir arbeiten jetzt mit Steinplatten. Und wollen quasi die Balken immer an drei Punkten auf Steinplatten platzieren. Und das wird dann unser Unterkonstrukt. Oder habe ich es falsch? Es sind ein paar mehr, sind 50 Steinplatten, aber hey. 50 Steinplatten? Hey, hast du die alle getragen? Ich habe 30 erstmal getragen. 20 müssen wir gleich noch holen. Nein. Mit dir. Nein. Und das Praktische ist, du kannst auch eine einzelne tragen. Nee, es ist. Ich muss jetzt. Ja, ist okay. Und dann fangen wir an, schon mal mit dem, was ich da habe, loszulegen. Machen wir. Check. So, das ist der grobe Plan. Also so ungefähr hatten wir uns das gedacht. Ist doch ganz schön groß, ne? Mr. Süßibert. Boah, die Teile, ne? Sind so schwer, diese Rasensteine. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen, ne? Ja. Ja, also das ist ungefähr der grobe Plan. Hier soll später noch, hier soll ein Weg hinkommen. Da das Hochbeet werde ich nochmal neu machen und mauern. Hm. Ja, Bali ist schon das, da. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt schon die Terrasse? Ja, gut, oder? Ist auch gar nicht schief oder so. Alter, das ist so schief. Hat Charme, finde ich gut. Ja, aber ist schon schief. Kacke, wie machen wir das denn jetzt? Anders. Okay. Ist, ja, gut. Ich habe das nicht ausgebuddelt. Was ist das? Wie siehst du aus? Ole, der ist gerade mit seinem Gesicht zuerst durch den Dreck gerutscht, so in etwa. Liebst du den Dreck? Vielleicht ist der ein Trüffelschwein. Ich weiß auf jeden Fall, wer heute Abend baden geht. Der hilft dir. Guck, er hat schon mal einen Stock dahin gelegt. Super. Unterkonstruktion steht laut Ole. Ja, Ole hat Unterkonstruktion gebaut. Der Levi ist eine 1A-Baustellenkatze. Ja, drückst du schon das Fundament flach mit deinem dicken Bauch. Und da kommt der Ole und überrollt dich. Das kann man machen wir heute, machen wir Küchenchaos im Garten. Wir backen Beton. Das macht überhaupt keinen Spaß, aber es ist genauso viel Chaos. Ist das ein Knetbert? Das ist ein Rührbert. Ein Rührbert? Ja, guck. Kann man das sehen? Da ist gerade Oles wilde 5 Minuten. Man sieht die wilde Wutz unten langlaufen. Ich erkläre euch jetzt mal, was wir theoretisch vorhaben. Also, wir haben ja hier so ein bisschen das Problem mit der Schräge, wie man sehen kann. Und wir hatten erst überlegt, ob wir hier mit Sand ausgleichen oder mit Platten. Deswegen haben wir die ganzen Platten unnötigerweise gekauft. Da kann man aber noch die Treppe mitmachen. Ist gar kein Problem. So, und jetzt hat der Philipp eine ganz, ganz kluge KLUK-Idee gehabt. Oder beziehungsweise sein Papa. Wir nehmen nämlich jetzt solche U-Träger. Zeig sie. Wunderbar. Oh. Oh, guck mal, man kann sehen, wie ich da in der Dings stehe. Falls es ein bisschen rauscht am Ton, es ist sehr windig. Es ist super windig heute. Und die betonieren wir jetzt ein, quasi so. Und dann richten wir die aus. Da ist der Beton von mir handgemischt. Nam, nam, nam. Und dann auch vegan. Und theoretisch dann sollte das Konstrukt hier funktionieren. Ja. Ob das klappt, sehen wir jetzt gleich und ihr in 2 Sekunden. So, Ende von Tag 3, glaube ich. Ja, 2,5 oder so. 2,5, 3. Wir haben das Außengerüst so halbwegs gemacht und haben jetzt da
diese U-Träger einbetoniert und nochmal einen kleinen Betonfuß drum gebaut und haben jetzt schon mal die Bretter angelegt, damit das ungefähr eine Höhe ist, weil hier ist einfach alles so schief. Es ist so schwierig, das auszugleichen. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe schon gesagt, damit wir Stabilität reinkriegen, tun wir einfach die Platten da drunter räumen, so ein bisschen, damit wir da so ein Plateau haben. Es ist der nächste Tag und ich leide ein bisschen an Allergie. Uiuiui, was war das für eine Nacht? Wir haben ja gestern hier die Betonfüße gemacht und die Wetter-App hat die ganze Zeit gesagt, das ist trocken, mach dir mal keine Sorgen. Und dann gestern Nacht so bäm, Gewitter, sinnflutartige Regenfälle. Und jetzt ist unser Beton noch nicht ganz durch. Beton, Zement, Beton. Unser Beton noch nicht ganz durchgetrocknet. Und es regnet Blütenblätter auf mich hinab. Das ist aber gar nicht schlimm, Philipp. Und ich bin jetzt gerade dran, hier die Konstruktion fertig zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon tausendmal erwähnt habe, aber meine Güte, ist das alles schief, ey. Ich bin echt mal gespannt. Also wir sind die ganze Zeit nur am Ausgleichen. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ist unsere erste Terrasse. Ist unsere erste Terrasse. Ich bin voll stolz auf uns. Dieser Perfektionismus. Kein Mensch braucht Perfektionismus. Und wir machen jetzt das Konstrukt hier fertig. Da müssen wir nochmal fahren, weil dadurch, dass wir da vorne jetzt so hoch geworden sind, müssen wir irgendwie so eine Verschalung von außen machen. Da kotzt hier immer Gras. Und das Wetter ist aber wieder ein Träumchen. Ist vielleicht ein bisschen zu heiß, glaube ich. Ne? Ja, deshalb bin ich auch nackig. Philipp ist nackt, deswegen zeigt er sich gerade nicht. Wir müssen nur eine Sache müssen wir eventuell noch rausholen, bevor wir hier zumachen mit der Verschalung. Kann man die nicht liegen lassen, dass er so ein bisschen den Boden ausgleicht? Meinst du, die kann man einfach drauf bauen? Und dann verpuppst du dich und kommst als Schmetterling. Oh Gott, das ist eine Miete. Ich habe ein bisschen den Kreislauf heute. Die Hitze tut mir nicht gut. Das Ozonloch. Kannst du mal wiederholen, was du gerade gesagt hast, Philipp? Ja, das war wieder so eine typische dumme Idee, irgendwas hier zu bauen. Wegen, aber schön, alle im Baumarkt meinten schon, ja, schöne Arbeit. Mein Vater meinte, er hat ja was Tolles ausgesucht. Ja, ich dachte so 2 Tage, easy peasy, wir sind seit einer Woche dran. Naja, wir haben nicht jeden Tag 8 Stunden hier dran gearbeitet. Nee, weil es ja zwischendurch so krasses Unwetter war. Also ich glaube, wir haben es jetzt halbwegs gerade. Wir betonieren jetzt die Füße ein, dann müssen wir nochmal im Baumarkt. Himmel, dann kann mal einer bitte die Heizung ausmachen. Philipp, was machst du da mit der Spitzhacke? Wir müssen hier vorne nochmal die Scheiße wegkloppen, damit das alles schön wird. Kann das sein, dass wir das Scheiße gemacht haben, weil wir gestern keinen Bock mehr hatten, dass richtig halbgare Kackscheiße ist? Ja, aber da hinten ist jetzt geil. Da hinten ist geil, man sieht aber, da ist nicht so geil. Wir haben jetzt nochmal frischen Beton gemacht und da es uns voll auf den Beton geregnet hat von gestern, ist der auch nicht richtig hart geworden. Und er sieht kackscheißig aus, deswegen machen wir es jetzt nochmal neu und ordentlich und die kriegen richtige Betonfußfüße. Füße. Yay, Philipp, doppelte Arbeit. Hey! Das war furchtbar. Ich will das nie wieder tun müssen. Aber hey, wir haben jetzt richtig gute Zementfüße. Und wenn ihr jetzt ganz genau in meine Brille guckt, könnt ihr nackten Philipp sehen. Vielleicht eventuell. Es war ganz schrecklich. Es ist so anstrengend gewesen. Es ist so heiß. Und kann bitte das nächste Mal jemand kommen und das machen. Ich bin aber happy. Wir haben jetzt alles halbwegs. Emma ist müde vom Frösche beobachten. Wir haben jetzt alles halbwegs im Lot und gerade. Und jetzt lassen wir kurz den Beton trocknen und dann machen wir den Rest fertig. Und ich habe schon gerade eben zum Philipp gesagt, ich finde das Frustrierende an so einer Terrasse ist ja, man baut und baut und baut und baut und sieht die ganze Zeit nicht, wie geil das mal wird. Wenn man so Laminat verlegt, dann sieht man halt so peu à peu, oh, guck mal, wie geil der Raum damit aussieht. Und bei so einer scheiß Terrasse dauert das halt einfach, bis das Unterkonstrukt fertig gebaut ist. Terrassen sind scheiße. Aber ich freue mich, wenn sie fertig ist. Ja! Das ist so super cool. Guckt mal, wie ich auf meinem eigenen Boden, den ich jetzt schon dem Philipp erschaffen hat, laufe. Da weint mir ein Tränchen aus dem Allergieauge raus. Das ist so klasse. Hat sich die Woche anschreien und zanken doch gelohnt. Nein, so schön. Komm, wir haben noch 35 Bretter vor uns. Hier, unser bester Abstandhalter ist übrigens diese kleine Eisdings. Ja. Ah, mein Auge brennt. Komm, wir machen schnell weiter. Ja. So,
Finaltag und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, so sah ja die Terrasse vorher aus, gar nicht mal so schön. Und seid ihr bereit für die neue Terrasse in 3, 2, 1, bitteschön! Da ist sie, die fertige, wunderschöne Terrasse. Wow, ich bin so stolz auf uns. Das haben wir so gut gemacht. Und wir reden einfach nicht mehr darüber, dass es unter dieser Terrasse aussieht wie Köln 45. Sprechen wir nicht drüber. Es hält, das ist die Hauptsache. Und, Ich stolziere doch mal auf deine Terrasse. Ich stolziere mal, lassen Sie mich mal flanieren auf meiner Terrasse. Wo schauen Sie? Man kann hier so gut laufen, das ist ganz großartig. Ich würde auch einen Purzelbaum machen, es ist heute aber sehr nass und sehr eklig. Außerdem kann ich keine Purzelbäume. Und ich möchte dieses Video hier enden lassen mit einer absoluten Premiere. Ihr erinnert euch ja noch daran, dass ich Diverses hier angepflanzt habe. Und Hater hätten behauptet, dass da nichts wächst. Aber wir pflücken jetzt zusammen mein erstes Ernteerzeugnis. Oh mein Gott, Philipp, komm mit. So, und wir pflücken jetzt meine erste Gurke. Kommen Sie mit. Warte, komm nicht richtig dran. Aber schau dir das an. Moment. Pickles! Emma will diese Gurke haben. Entschuldigung, willst du mal dran riechen, Emma? Na, das ist Mamas Gurke. Ja, da ist sie. Meine erste Gurke. Ich werde euch berichten, wie sie geschmeckt hat. Und falls ihr jetzt, die Terrasse ist noch nicht fertig dekoriert. Mein ganzes Dekozeug ist noch nicht gekommen. Falls ihr sehen wollt, ich bin mit Dreck im Gesicht gesegnet. Falls ihr sehen wollt, wie die Terrasse fertig dekoriert aussieht, dann folgt mir unbedingt auf Instagram. Da werde ich es posten. @kupferfuchs. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann und bitte, ja, tschüss.